ich brauche dir als Landwirt nicht erklären, wie sensibel das Thema Pflanzenschutz in der Gesellschaft ist, bei den Konsumenten ist, ganz besonders wenn du konventioneller bist. Wir schauen uns jetzt in diesem Video an, was sind eigentlich die natürlichen Alternativen dazu und was bringt uns die Zukunft des Pflanzenschutzes. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Kutscher. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann abonniere unseren Kanal auf Facebook, auf YouTube oder auf Instagram. Biologischer Pflanzenschutz, wie funktioniert das? Primär muss man mal vorwegnehmen, biologische Pflanzenschutzmittel heißt nicht automatisch, dass diese im Ökolandbau, also im biologischen Landbau verwendet werden können. Und umgekehrt, nicht alle Pflanzenschutzmittel, die im Ökolandbau verwendet werden dürfen, sind auch biologische. Das heißt, das ist getrennt voneinander zu betrachten. Weil biologische Pflanzenschutzmittel sind dadurch definiert, dass sie entweder aus lebenden Organismen bestehen oder aus natürlich gewonnenen Stoffen. Warum biologische Pflanzenschutzmittel? Die Vorteile, die sich davon erwartet werden, sind erstens, dass es in der Umwelt weniger Beeinträchtigungen gibt wie bei den konventionellen Pflanzenschutzmitteln und zweitens, dass die Gesundheit von Anwendern und gegebenenfalls von Konsumenten dadurch nicht unter einem Risiko stehen. Die großen Nachteile von biologischen Pflanzenschutzmitteln, das ist auf der einen Seite einmal die Wirksamkeit, die zum Teil beschränkt ist, und auf der anderen Seite der relativ hohe Preis. In der Praxis bedeutet das aktuell, dass die biologischen Pflanzenschutzmittel wirklich nur eine Nischenfunktion einnehmen. Sie werden angewendet etwa in Sonderkulturen, im Weinbau, im Obstbau, im Gemüsebau oder in Gewächshäusern und da natürlich ganz besonders im Ökobereich. Im konventionellen Ackerbau, da spielen sie eine verschwindende Rolle. Aber, und das muss uns bewusst sein, die konventionellen Pflanzenschutzmittel, so wie wir sie kennen, die werden immer schwieriger. Es wird immer schwieriger, dass es hier Wirkstoffe gibt, neue Wirkstoffe gibt. Und die Zukunft, die liegt ganz klar im biologischen Pflanzenschutzmittel. Auch wenn man sich die aktuellen Statistiken der neuen Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln ansieht, dann erkennt man, dass mittlerweile schon mehr als 50% der Anträge für neue Pflanzenschutzmittel biologischer Herkunft sind. Das heißt, das ist ganz klar der Weg, das ist ganz klar der Trend und deshalb müssen wir uns im Ackerbau damit auch beschäftigen. Es gibt jetzt drei verschiedene Kategorien von biologischen Pflanzenschutzmitteln. Erstens einmal lebende Organismen. Das heißt, das sind Pilze, das sind Bakterien oder das sind Viren, die als Pflanzenschutzmittel formuliert in den Kulturen appliziert werden. Wie werden die hergestellt oder wie werden die gefunden? Das kann man sich wirklich so vorstellen, dass Forscher in die Natur gehen und im Boden einen Boden mitnehmen und dann im Labor analysieren, welche Bodenorganismen sind da enthalten und welche Wirkungen haben die. Und dann versuchen die Mikroorganismen, die im Boden eben natürlich vorkommen, zu separieren, wenn die bestimmte Funktionen oder bestimmte Eigenschaften haben gegen Schaderreger und versuchen daraus ein Produkt zu machen. Das ist gar nicht so einfach, aber das ist der Weg, wie biologische Pflanzenschutzmittel entstehen. Die Wirkmechanismen von diesen lebenden Organismen im Pflanzenschutz, die sind hochspannend. Einerseits kann das so funktionieren, dass etwa ein Pilz, der als Pflanzenschutzmittel angewendet wird und auf die Pflanze auftrifft, dass der stärker ist, wenn man so will, als der schädliche Pilz und den auffrisst, also dass er parasitär ist. Eine andere Variante ist, dass der Pilz so dominant ist, dass er das gesamte Blatt oder die Wurzel, je nachdem, wo er appliziert wird, dass er den gesamten Raum und die Nahrung für sich einnimmt und somit die schädlichen Erreger verdrängt werden können. Ein ganz, ganz interessanter Mechanismus aus der Natur, wie diese lebenden Organismen als Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden können, das ist die sogenannte induzierte Resistenz. Das klingt kompliziert, ist aber eigentlich nichts anderes wie die Impfung beim Menschen. Das heißt, bestimmte Bakterien oder Pilze werden auf die Pflanze aufgebracht und lösen bei der Pflanze die Reaktion aus, wie wenn sie von einem schädlichen Erreger angegriffen werden würde. Diese applizierten Pilze oder Bakterien sind aber eigentlich gar nicht schädlich für die Pflanze, aber alles stellt sich um auf Angriff. Damit werden zum Beispiel bestimmte Zellstrukturen verstärkt oder in den Spaltöffnungen auf der Blätter werden Substanzen ausgesondert, die verhindern sollen, dass Schaderreger eindringen. Das heißt, man appliziert schon im Voraus, bevor ein wirklicher Pathogen, ein wirklicher Schaderreger die Pflanze angreift, dieses Produkt und die
Pflanze geht so in die Immunabwehr und ist somit für den tatsächlichen Angriff dann geschützt. Wirklich hochspannender Mechanismus, den die Natur da vorgesehen hat. Eine andere Variante, wie das funktionieren kann, ist etwa, dass Bakterien oder Viren, die in einem Pflanzenschutzmittel formuliert sind, wenn sie dann auf der Pflanze auftreffen, Ausscheidungen haben und diese Ausscheidungen sind dann schädlich für bestimmte Insekten oder bestimmte Pilze. Die zweite Gruppe der biologischen Pflanzenschutzmittel, das sind Naturstoffe. Also Stoffe, die aus der Natur gewonnen sind, die zum Beispiel aus Pflanzen gewonnen werden oder Extrakte aus Lebewesen. Da gibt es zum Teil hochinteressante Produkte und auch hochwirksame Produkte, etwa im Bereich der Akarizide, also Produkte, die gegen Milben wirken. Auch hier ist es so, dass man bestimmte Bodenorganismen gefunden hat und die dann weiterverarbeitet hat, also zu einem Endprodukt, also das rein natürlichen Ursprungs ist, das hochwirksam gegen Milben ist. Aber, und das ist besonders bei diesem Produkt der Fall, dieses Produkt ist auch schädlich für die Umwelt, das heißt schädlich für Fische und kann auch schädlich für den gesundheitsschädlich für den Anwender sein und ist auch bienengefährlich. Also es heißt nicht automatisch, dass nur weil ein Produkt ein biologisches Pflanzenschutzmittel ist oder aus biologischer Herkunft ist, dass es automatisch auch unbedenklich ist. Die dritte Kategorie an biologischen Pflanzenschutzmitteln, das sind Pheromone, das sind wahrscheinlich die bekanntesten. Da werden bestimmte Lockstoffe ausgesprüht, die dann Insekten verwirren sollen, sodass die Vermehrung verhindert wird. Das große Problem bei biologischen Pflanzenschutzmitteln, das ist aber, wie schon zuvor erwähnt, die zum Teil eingeschränkte Wirksamkeit. Es ist ja so, wenn Pflanzenschutzmittel zugelassen werden, dann ist vorgesehen, dass die eine bestimmte Mindestwirkung haben. Also bei konventionellen Pflanzenschutzmitteln kann man sich sicher sein, dass sie zumindest einen Wirkungsgrad von über 80% haben. Also mindestens 80% des Schaderregers, der damit bekämpft werden soll, wird auch damit bekämpft. Bei biologischen Pflanzenschutzmitteln, die erreichen diese hohen Wirkungsgrade nicht. Deshalb ist vorgesehen, dass wenn eben diese Produkte gesundheitsunbedenklich sind oder für die Umwelt unbedenklich sind, dass man einen geringeren Wirkungsgrad zulässt, sodass bestimmte biologische Pflanzenschutzmittel nur einen Wirkungsgrad von unter 60% haben. Die Zukunft des Pflanzenschutzes, die wird ganz klar biologisch sein. Und hier werden wir noch viele, viele Herausforderungen im konventionellen wie im biologischen Ackerbau haben. Wir können darauf gespannt sein. Ich hoffe, du hast das mitnehmen können und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.